Sehr geehrter Herr Präsident, das ist schon komisch. Bei meiner letzten Rede muss ich mich wieder mit einem eher grobmotorischen Antrag der AfD beschäftigen, so wie bei meiner ersten Rede auch. Sie haben da nicht viel dazugelernt, Herr Brandner. Als freie Demokratin hat Bildungspolitik für mich einen extrem hohen Stellenwert. Und ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Thema für meine Fraktion in den letzten 4 Jahren hier im Bundestag bearbeiten durfte. Denn weltbeste Bildung ist das Fundament für unser Menschenbild, das einen selbstbestimmten Menschen sieht, den wir stark machen wollen und damit auch sein Umfeld und die Gesellschaft insgesamt. Frau Präsidentin, für mich geht heute sehr wahrscheinlich eine sehr spannende 4-jährige Reise zu Ende. Ich bin wirklich sehr stolz und dankbar, Mitglied dieses Hohen Hauses in der 19. Wahlperiode gewesen zu sein. Als Mitglied der Fraktion der Liberalen habe ich Erfahrung mit dem Ausstieg nach einer Legislaturperiode, aber auch gleich viel Erfahrung mit dem Einstieg in eine Legislaturperiode. Sie wissen, was ich meine. Seien Sie gewiss, Energiepolitik ist und bleibt mein Thema. Nie gab es mehr zu tun. Ich sage es noch mal, nie gab es mehr zu tun. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Verteidigungs- und Sicherheitspolitik alleine wird nicht mehr ausreichen. Wir müssen grundsätzlich in solchen Ländern darüber nachdenken, dass eigentlich nur das Prosperitätsversprechen dazu führen kann, dass Stabilität und Sicherheit auf Dauer gewährleistet werden. Dazu braucht es mehr als nur Sicherheitspolitik. Dazu müssen wir Sicherheitspolitik, wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch Diplomatie gemeinsam denken. Vielleicht ist das noch ein Appell, den ich hier an meiner letzten Rede auch diesem Haus noch mitgeben kann. Wir alle haben eine ereignisreiche Wahlperiode hinter uns, und das trifft auch und vielleicht besonders auf uns Haushälter zu. Als Mitglied des Haushaltsausschusses habe ich parteiübergreifende, konstruktive und sehr kollegiale Zusammenarbeit erlebt. Und ich will mich daher bei allen Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss, besonders bei meinen Co-Berichterstattern und den Obleuten, von Herzen dafür bedanken. Dies hier ist meine voraussichtlich letzte Rede in diesem Hohen Hause. Und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen dafür, und das vor allem meiner Fraktion insbesondere, wie auch sozusagen allen anderen Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich ein gemeinsames Stück des steinigen, aber überaus lohnenswerten Wegs der Demokratie gehen durfte. Ich will in meiner wahrscheinlich vorerst letzten Rede in diesem Hohen Haus diese Kritik noch vertiefen, aber als grundsätzliches Gesprächsangebot, und zwar über Freiheitspolitik. Als Liberaler freue ich mich, wenn Frau Baerbock mit erfreulicher Stetigkeit Klimapolitik zur Freiheitspolitik erklärt. Aus liberaler Sicht ist alle Politik Freiheitspolitik. Aber der Entwurf Ihres Wahlprogramms bestätigt leider meinen Verdacht, dass Sie die Freiheit nur im Munde führen und nichts davon auf die Straße kriegen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich verlasse den Deutschen Bundestag in der Hoffnung, dass Sie sich der anstehenden Probleme mit Mut und Sachverstand annehmen werden. Besinnen Sie sich stets auf einen entscheidenden Grundsatz unserer Verfassung. Der Deutsche Bundestag ist das einzige direkt vom Volk legitimierte Staatsorgan. Er ist die Herzkammer der Demokratie. Dass die Parlamentarier repräsentieren den Willen des Volkes. Der Deutsche Bundestag gibt die Grundlinien der Politik vor und bedient sich der Regierung zu ihrer Umsetzung, nicht umgekehrt. Meine Damen und Herren, der Präsident sagte schon, das ist voraussichtlich meine letzte Rede von dem Deutschen Bundestag. Es war mir eine große Ehre, 4 Jahre lang die Interessen des gesamten Volkes zu vertreten. Ich erspare mir jetzt Dankesworte. Sie kennen das. Irgendeinen vergisst man immer und dann gibt es Ärger. Deshalb erlauben Sie mir, mit denselben Worten zu enden, mit denen ich vor knapp 4 Jahren meine letzte Rede vor der hamburgischen Bürgerschaft beendet habe. Die Worte lauteten damals wie folgt: Lassen Sie uns gemeinsam für die repräsentative Demokratie streiten. Sie ist nicht perfekt, aber alle Alternativen sind furchtbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und
eine allerletzte Bitte, bevor ich hier das Pult verlasse, an alle, die bleiben oder die folgen. Bitte passen Sie gut auf unser Land auf. Bitte passen Sie gut auf unsere Demokratie auf. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.